Im Bereich der Medien ist es ja in erster Linie die Gefahr, dass man nicht mehr unterscheiden kann, was ist wirklich menschengeneriert und was ist automatisiert und somit nicht mehr erkennbar, was ist wahr, was ist falsch, was ist echt, was ist nicht echt, was sind Fake News. Florian Herrmann ist bei uns, Leiter der Bayerischen Staatskanzlei und da auch zuständig für Medienfragen. Kurz nach der Eröffnung der Medientage, wo es um ein Thema ging, hauptsächlich, das auch über diesen Medientagen steht, nämlich künstliche Intelligenz. Es war davon die Rede, dass es die größte Disruption seit Jahrzehnten für die Medien bedeutet. Wir haben gehört, dass knapp 80% der Medienunternehmen jetzt schon mit KI arbeiten, aber auch viele, fast 2/3 davon sagen, sie haben auch ethische Bedenken. Wo stehen Sie denn in der Debatte? Ich stehe eigentlich immer auf der Seite der Innovation. Und es ist aber wie mit jeder Innovation im Laufe der Geschichte, sie hat immer auch Gefahrenseiten. Oder anders gesagt, wenn sie in die falschen Hände kommt, kann sie auch für schreckliche Dinge eingesetzt werden. Aber der Grund Impuls bei mir ist immer die Innovation zu sehen und die Verbesserungen, die zusätzlichen Möglichkeiten, die einfach neue Entwicklungen mit sich bringen. Wo sehen Sie denn die Gefahren? Weil es gibt ja durchaus auch den Hinweis, dass sich auch Medienunternehmen nicht treiben lassen dürfen. Braucht es da eine Regulation und wer ist dafür zuständig? Also es braucht natürlich eine Regulation, einfach aufgrund der möglichen Gefahren, die ja nicht nur im Bereich der Medien, sondern in allen Bereichen denkbar sind. Im Bereich der Medien ist es ja in erster Linie die Gefahr, dass man nicht mehr unterscheiden kann, was ist wirklich menschengeneriert und was ist automatisiert und somit nicht mehr erkennbar, was ist wahr, was ist falsch, was ist echt, was ist nicht echt, was sind Fake News und das Ganze ist, ich sage mal, Fake News ist ja auch jetzt nichts Neues, das es erst gibt, seit es KI gibt. Es gab immer schon gefälschte Bilder, es gab immer schon gefälschte Texte und so weiter. Nur die Möglichkeit der Skalierung, der automatisierten Durchdringung aller Informationsbereiche, das ist natürlich eine Gefahr. Und da einfach immer deutlich zu machen oder zu können, was ist menschengeneriert und was nicht, das ist, glaube ich, die ganz zentrale Herausforderung. Die Verbreitung von Fake News, die Sie gerade ansprechen, ist natürlich auch in den letzten Jahren ganz stark über die Bühne gegangen durch die sogenannten sozialen Medien. Wie sehen Sie diese Entwicklung? Und auch da die Frage, bräuchte es nicht auch gerade für die großen Unternehmen wie Google und andere auch vielleicht mehr Regulation? Ist natürlich eine große Herausforderung, wenn ich sag mal, guter Journalismus, kuratierte Informationen konkurrieren mit absolut frei erfundenen Fake News, die auch nicht aus sich heraus entstehen, sondern meistens mit böser Absicht verbreitet werden. Und uns geht es natürlich darum, in einer Demokratie, die ja im Grunde genommen lebt vom Diskurs der informierten, freien und gleichen, also in so einer Art von Demokratie zu leben, diese Voraussetzungen auszuschaffen. Und das ist eben nicht Fake News, sondern das ist Qualitätsjournalismus. Das sind die Medien, die uns die Vielfalt, die unendliche Menge der Informationen filtern, kuratieren und kommentieren und dadurch den Diskurs wieder ermöglichen zwischen den Bürgerinnen und Bürgern und nicht die totale Einseitigkeit. Das ist ja das, was wir verstärkt erleben und wo halt die Blasen des Internet durch ihre automatisierten Algorithmen dazu beitragen, dass sich Menschen immer stärker in Blasen abkapseln, in denen dann jeder seinen eigenen Vogel für den Heiligen Geist hält, aber nicht mehr in der Lage ist, zu interagieren. Und das ist das Ende der Demokratie natürlich, das Ende eines demokratischen Diskurses. Darum ist es so gefährlich. Und was man dagegen tun kann, ist natürlich auf der einen Seite Regulierung, aber vor allem Bildung, Medienkompetenz bilden, gerade bei jungen Menschen, die damit komplett unkompliziert aufwachsen, sehr Digital Natives, die damit aufwachsen, natürlich um denen das Gespür dafür zu vermitteln, nicht alles, was ihr seht, ist wahr, nicht alles, was ihr wahrnehmt, ist echt, entwickelt ein Gefühl für kritische Distanz. Das ist natürlich auch eine Aufgabe für die Medien. Der Bayerische Rundfunk macht dahingehend schon sehr, sehr viel. Ich würde Sie trotzdem als Medienpolitiker nochmal zur Regulation fragen wollen. Macht Sie das nicht auch ein Stück weit dann fassungslos, wenn Sie hören und lesen, dass zum Beispiel Elon Musk sagt, er hat vielleicht auf Europa keine Lust mehr und schaltet seine Plattform dafür ab, wenn er von der EU dann letztlich Auflagen erfüllen muss, was gerade das Vorgehen gegen Hasskommentare betrifft?
Also natürlich ist das eine empörende Einstellung, die der Musk da an den Tag legt, weil das natürlich eben nicht der vernünftige und kritische Umgang ist mit genau diesen Herausforderungen. Also wir können ja jeden Tag selber lesen, welcher Unfug, aber auch welche Boshaftigkeit und welcher Hass gerade über die sozialen Netzwerke und auch über Twitter verbreitet wird. Und jeder, der, also ich sage mal, rechtschaffen an den Diskurs der Freien und Gleichen glaubt, der muss eigentlich dafür sorgen, dass diese Basis dafür grundgelegt bleibt und nicht das Gegenteil tun und es noch befeuern, weil die Algorithmen ja immer dazu neigen, die extremere Meinung in den Vordergrund zu rücken und immer stärker zuzuspitzen, was aber die Polarisierung immer mehr verstärkt und somit den Diskurs immer schwerer macht. Also von daher ist das natürlich keine gute Entwicklung. Veränderungsdruck ist das Stichwort für alle Medienschaffenden. Die Öffentlich-Rechtlichen stehen auch unter diesem Druck und brauchen dafür natürlich eine Finanzierung. Die nächste Runde steht an dieser Finanzierung. Die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs wird im Januar ihren Vorschlag vorlegen. Wie stehen Sie dazu, unabhängig davon, wie er jetzt kommt, wenn eine Erhöhung des Rundfunkbeitrags vorgeschlagen würde? Also ich bin sehr für die Stabilität des Rundfunkbeitrags und gleichzeitig auch für die, begrüße sehr die Reformbemühungen, die ja aus dem öffentlichen Rundfunk heraus auch passieren, begleitet durch die Rundfunkkommission, durch diese besondere Kommission, die sich um die Zukunft des Öffentlich-Rechtlichen Gedanken macht, weil ich fest davon überzeugt bin, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk zur DNA unserer Nachkriegsordnung gehört und den ganz zentralen Auftrag hat, der Grundversorgung in erster Linie mit Information als unabhängige, tatsächlich wirklich unabhängige Instanz eben zu diesem, die Menschen befähigen soll zum Diskurs, zum demokratischen Diskurs informierter Menschen und diesem Grundauftrag gerecht zu werden, muss möglich sein, auch mit dem gesamtfinanziellen Rahmen, der derzeit zur Verfügung steht. Also man muss eben gleichzeitig die Bemühungen intensivieren, um tatsächlich einzusparen, um den öffentlich-rechtlichen Rundfunk auch zukunftsfähig zu machen. Denn sie brauchen für den Beitrag, so wie für alle anderen Themen in dem Bereich, immer Staatsverträge und somit die Einstimmigkeit der 16 Bundesländer und auch von 16 Landtagen. Und es sieht da derzeit rein realistisch betrachtet nicht so aus, dass wenn Erhöhungen möglich wären. Und ich glaube auch, dass sie nicht erforderlich sind, wenn vernünftige Einspar- und stärkere Kooperationsvorschläge etc. zusammenwirken, um den Beitrag stabil zu halten. Was dann bedeutet, also Stabilität im Sinne von auf dem jetzigen Niveau einfrieren, würde ja auch noch an weitere Sparanstrengungen in durchaus großem Maß für die Öffentlich-Rechtlichen bedeuten, was dann auch heißt, dass man auf vieles verzichten muss. Wäre da auch die Politik gefragt, den Auftrag des Öffentlich-Rechtlichen neu zu definieren? Also die Politik hat ja den Auftrag geschärft mit dem letzten Medienänderungsstaatsvertrag, um noch stärker auf den Informationsauftrag zu setzen und bei der Unterhaltung stärker den öffentlich-rechtlichen Charakter herauszustellen. Also natürlich, aber Sie haben völlig recht, den Auftrag erteilt jeweils der Medienstaatsvertrag oder der Gesetzgeber in den Bundesländern, was wir erwarten vom Bayerischen Rundfunk, von den anderen Rundfunkanstalten und die dazu gehörige Finanzierung ist sozusagen in der Natur der Sache dann begründet. Gleichwohl müssen aber trotzdem Einsparbemühungen oder ich sage mal stärkere Kooperationen, die Frage der Konsolidierung spürbar sein und erkennbar sein, auch wiederum um die Akzeptanz zu sichern. Weil es am Ende natürlich nur geht, auch das öffentlich-rechtliche System nur gerechtfertigt ist, wenn in der Bevölkerung die Mehrheit der Meinung ist, ja, wir brauchen den Öffentlich-Rechtlichen, so wie ich da fest davon überzeugt bin. Aber an dieser Akzeptanz muss man eben auch ständig arbeiten. Wir sind hier im Werksviertel zum ersten Mal bei den Medientagen, sind reingezogen in die Stadt von der Messe München, nur einen Steinwurf entfernt von dem Ort, wo mal das Konzerthaus stehen soll, das neue. Da hat der Ministerpräsident vor 1,5 Jahren, war es glaube ich, in etwa gesagt, machen wir mal eine Denkpause. Jetzt steht der neue Koalitionsvertrag wahrscheinlich weitgehend. Gibt es da neue Erkenntnisse bezüglich dieses Projekts? Der Koalitionsvertrag steht dann, wenn alle Fragen geklärt sind, weil solange in einem Koalitionsvertrag nicht alles vereinbart ist, ist nichts vereinbart. Und es wird dann, je nachdem, wie alles läuft, morgen veröffentlicht.
Also zum Konzerthaus, was ja eine inhaltliche und keine personelle Frage mehr wäre, haben Sie jetzt noch keine neuen News? Der Koalitionsvertrag ist erst fertig, wenn alle Fragen geklärt sind, und das umfasst sämtliche. Und deshalb steht es erst sozusagen fest oder ist zu veröffentlichen, wenn wir halt durch sind und wenn das unterschrieben ist. Das wird morgen der Fall sein. Dann am Schluss noch eine Frage. Wir begehen gerade 100 Jahre Radio, ein Medium, das analog wie digital funktioniert, auch 100 Jahre später. Wie nutzen Sie Radio? Welche Bedeutung hat dieses Medium für Sie? Also tatsächlich bin ich immer schon Radio-Fan, begleitet mich immer schon, früher noch deutlich mehr. Heute hauptsächlich morgens im Bad geht es gleich los mit B24, klar, kann man sich dann zum ersten Mal schon ärgern oder freuen, je nachdem. Und dann, ich schalte auch immer um, meine Frau, die hat immer Bayern 1 oder 3, glaube ich, und dann schalte ich um auf B24. Und dann läuft eigentlich im Auto immer das Radio mit und dann hat man die Vorteile des Radios. Kurze Information, aber gute Information und Unterhaltung kombiniert. Vielen Dank. Dankeschön, Florian Herrmann, Leiter der Bayerischen Staatskanzlei und zuständig für Medienfragen. Dankeschön. Gerne, vielen Dank.